Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Baselmap. Ja, wenn es so weitergeht, dann werden wir ziemlich schnell nicht mehr so viel Geld haben. Ich habe nämlich was völlig Wichtiges vergessen. Wir haben hier die Feld 47, 6, die haben wir ja schon alle besät. Und jetzt ist die 47 schon in Erntereife 2. Aber ich habe die nur zweimal gedüngt. Alle Felder auch, nur zweimal gedüngt. Und die sind schon im Wachstum Stufe 3 oder 4 sogar. Ich habe völlig vergessen, die zu düngen. Wenn ich die vergesse zu düngen, dann wachsen die natürlich nicht so arg. Das war etwas ungeschickt. Moment, falsche Taste. Das heißt, wir haben überhaupt vergessen, die zu düngen. Es war sehr unklug. Wir waren so sehr damit beschäftigt, die neuen Felder zu bewirtschaften, dass wir das alles nicht im Blick hatten. So kann es nicht weitergehen. Wir müssen jetzt schnell alle Felder düngen, damit die wenigstens noch Düngestufe 3 haben und wir den Gewinn maximieren können. Sonst wird es alles ein bisschen schlecht. Also, wir düngen jetzt hier die Felder und dann gehen wir nochmal rüber, weil ich habe gesehen, nach der letzten Folge, der Helfer hatte bei dem letzten Feld, Feld 36 ist es glaube ich, ordentlich Probleme gehabt. Das Problem hatten wir eigentlich schon beseitigt, aber ja, nach dem Update, was ich gemacht habe von der Map, ist das Problem eben jetzt wieder da. Also, da sehen wir uns gleich wieder. Also, hey, dieses Feld haben wir jetzt selber gedüngt, aber natürlich haben wir damit auch ein Problem. Heute gibt es nur Probleme, und zwar, wie ihr hier sehen könnt, durch den hohen Stand von dem Getreide können wir gar nicht sehen, wo wir noch nicht gedüngt haben oder wo wir gedüngt haben. Das ist halt auch ungeschickt, und deshalb habe ich mich jetzt entschieden, wir lassen die restlichen Felder von einem Helfer düngen. Der kommt da besser damit zurecht, weil der hat ja einfach einen Trigger, wo er schon war und wo er noch nicht. Ja, müssen wir halt in Kauf nehmen, dass wir hier ein paar hundert Euro ausgeben, damit die Felder auch alle richtig bewirtschaftet werden. Weil wie gesagt, wenn wir so weitermachen, dann verlieren wir eben an unserer Produktivität. Und das möchte ich eigentlich nicht. Weiß zwar nicht, welchen Prozentsatz das Düngen auf die Ernte Einfluss hat. Wenn ihr das wisst, könnt ihr das gerne mal unten reinschreiben. Aber es wird schon nicht unerheblich sein. Ja, sonst könnte man das Düngen ja auch einfach weglassen. Und in der Zwischenzeit können wir uns dann eben nochmal um Feld 36 kümmern. Da müssen wir sowieso nacharbeiten, weil der Helfer dort, der hat sehr unsauber unser Feld hinterlassen. Aber so ist es halt bei den Helfern. So, dann starten wir hier mal. Ich hoffe mal, der kommt da gut am Ende an. Ich lasse extra jetzt schon einen Überhang stehen.
Naja, das reicht nicht. Muss man dann am Ende von oben her nochmal düngen. Aber, wie gesagt, darum kümmern wir uns später. Jetzt kümmern wir uns erstmal um diesen hier. So, das Feld ist zwar soweit fertig gepflügt, aber ich muss noch mega viel nacharbeiten. Deshalb starten wir hier erstmal. Und das ist eben auch unser Hauptproblem, was wir hier haben. Wir müssen die Bäume wieder entfernen. Die hatten wir schon mal entfernt, wer sich erinnert. Und dann kam das Map-Update und dann waren die Bäume plötzlich wieder da. Das heißt für uns, wir müssen uns nächstes Mal gut überlegen, ob wir überhaupt ein Map-Update machen. Weil wenn danach die Map wieder kaputt ist, dann müssen wir die Bäume ja wieder abfällen. Und das ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Aber das müssen wir uns eben, wie gesagt, erst dann überlegen, wenn es wieder ein Map-Update gibt. Und die Bäume werden wir entfernen und dann hat der Pflug hier nämlich mehr Reichweite, nee, nicht Reichweite, mehr Platz, um zu wenden. Und dadurch sollte zum Beispiel, wenn wir da wieder einen Helfer anstellen, der auch besser arbeiten. Ich meine, der Helfer, der unterstützt es hier schon alles recht gut. Und ich bin auch glücklich über den Helfer. Aber wenn der halt so schlecht arbeitet, oder halt durch die Bäume gestört wird, so muss ich es eigentlich sagen, dann ist es ein bisschen auch unproduktiv. Und dann bräuchte ich keinen Helfer einstellen, dann könnte ich es gleich selber machen und hätte es eben richtig. Ah ja, ich sag mal, das ist Jammern auf hohem Niveau. Wir können eigentlich glücklich sein mit dem, was wir im Moment leisten hier. Wenn wir die Bäume abholzen, werden wir die natürlich dieses Mal auch gleich wieder in einen Anhänger machen. Und dann können wir das gleich so in die Hackschnitzelanlage einführen. Muss man nicht wieder nebendran kippen. Ich drücke die ganze Zeit B. Ich muss V drücken. Klar, weshalb sich der Flug dann nicht anhebt. So, hier fahre ich jetzt gleich noch ein Stück zurück. Dann ist das nämlich erledigt. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, was ich auf diese Felder hier pflanzen möchte. Ich habe nämlich gesehen, Soja haben wir über 70.000 im Silo. Und die anderen Felder sind mit Soja besät. Das heißt, Soja haben wir eigentlich ordentlich was da. Der Preis liegt ja über 3000 im Maximum, in der Spitze. Wir werden auf die Felder hier schon mal Raps anpflanzen und auf die anderen Felder dann eben auch Raps machen. Weil Raps haben wir nur noch 3000 oder so. Dass wir von allem etwas im Silo haben. Okay, da sind wir gut durchgekommen. Na dann. Auch gut. Dann werden wir gleich den Helfer umplatzieren aufs nächste Feld. Der sagt nämlich, er ist schon fertig.
Nein! Ach so. Boah, Alter, was ein Glück. Ich dachte jetzt gerade, der hätte hier... Aber der hat auch Mist gebaut. Der hat Mist gebaut, auf jeden Fall. Ich dachte gerade, unser Feld wäre verdorrt. Aber das ist ein Nachbarfeld. Glück gehabt. Guck mal hier. Der Helfer hat es auch verpeilt. Alter, was ist denn das für ein Rotz? Da stören bestimmt auch die Bäume. Also das müssen wir beheben. Weil so brauchen wir keine Helfer nutzen. Ich meine, beide 30 wird, denke ich, alles gut laufen. Also wir müssen ziemlich viele Bäume wegmachen. Hier um das ganze Feld rum, alle Bäume. Wird zwar dann ein bisschen schlecht für die Erosion von unserem Land, aber wir müssen an den Gewinn denken. Ich weiß gar nicht, ob ich hier noch muss, aber ich fahre einfach mal drüber. Dann haben wir das nämlich auf jeden Fall ordentlich erledigt. Wir fahren jetzt auch gleich mal zum Hof und füllen die Anlage hier wieder auf. Die Düngespritze, so. Helfer soll ja auch die Landwirtschaft nur unterstützen. Und das funktioniert hier relativ gut. So, jetzt gucken wir mal nach. Jetzt sieht das Ganze gut aus. Dann geht's los zu Feld 30. Das ist ja relativ gerade. Von dem her sollte der Helfer da zumindest keine Probleme haben. Für uns ist halt das Problem, wir sehen den Boden nicht. Und nur am Boden kann ich erkennen, wo ich schon war und wo nicht. Oder halt in der Karte hier. Aber da jedes Mal zu gucken, ob ich an der Ecke jetzt richtig stehe, das ist auch ungeschickt. Die 17. Ist es überhaupt die 17? Ich glaube. Ja, die 17. Die wird halt wieder ein bisschen schwierig. Da müssen wir wahrscheinlich selber drüber fahren. Weil die einfach krumm ist. Aber wie gesagt, auf sowas, da müsst ihr auch drauf achten. Dass ihr die Felder genügend düngt. Wenn ihr keinen Dünger habt, hier liegt noch ein bisschen was rum. Oh, hier habe ich nicht mal ordentlich gesät, Alter. Guck mal da. So. Alla hopp. Den können wir so laufen lassen. Können wir uns weiter um das nicht gepflügte kümmern. Hier hat er natürlich auch relativ viel Platz gelassen, weil da hinten die Gebäude stehen. Auch ein bisschen schade, dass er da so viel Platz lässt. Ja, wie man sieht, man kann bis ans Ende fahren.
zumindest beim Pflügehelfer, da muss man in der Regel immer nacharbeiten. Weil er einfach die Kanten nicht so gut macht. Ja. Und selbst wir kriegen das nicht immer ganz ordentlich hin. Müssen wir halt einmal querfahren. Einmal reicht gar nicht. Ah, Mann! Also Pflügen ist eine Sache, die hasse ich eigentlich. Die entschleunigt so arg. Dieses Feld hätte man übrigens gar nicht pflügen müssen. Wobei ich mir sage, wenn wir das jetzt pflügen, müssen wir es später nicht pflügen. Und wir haben den Pflug jetzt eben hier. Von dem her, Schaden tut es nicht. Warum oder nicht? Bitte, bitte, bitte. Und jetzt. Was ein Gemurkse. Ja, ich denke, zum Säen kommen wir erst in der nächsten Folge. Und um die Bäume hier wegzumachen auch. Vorher wird es nämlich nichts. Sogar ein Mittelspiegel für nach hinten. Der ist jetzt auch schwarz. Hier steht schon der Fast Track mit der Amazone. Um eben dann runterfahren zu den Feldern. Da war ich auf dem Weg zu den Feldern und dann ist mir eben aufgefallen, oh verdammt, wir haben vergessen, die anderen Felder zu düngen. Wir müssen uns auch ein bisschen beeilen, weil ich tapp mal gerade raus. Der ist bald fertig. Die 47 ist schon erntereif. Das heißt, wir müssen Gas geben, dass wir die Felder fertig kriegen, weil dann können wir hier schon wieder mit der Ernte anfangen. Das müssen wir beachten. Was sagen denn unsere Schafe eigentlich? Sauberkeit passt. Schafe könnten wir uns auch mal wieder ein paar anschaffen. Na gut, wir werden jetzt noch Feld 17 offscreen düngen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder beim Landwirtschaftssimulator. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, Abo oder Kommentar da und bis zum nächsten Mal. Ciao!